Hallo, eben haben wir das Radio eingebaut und beziehungsweise angeschlossen. Und jetzt erkennen wir mal die Funktion, also quasi eine bebilderte Bedienungsanleitung. Das Radio ist über Zündung angeschlossen und über Dauerplus. Das heißt, wenn ich die Zündung anmache, ist die Uhr sichtbar. Das Radio geht an, indem man hier drauf drückt und steht im Augenblick auf AUX, warum auch immer. Wenn man hier drauf drückt, dann wechselt er zwischen, also jetzt ist AUX eingeschaltet, zwischen Lautstärke, Bass, Höheneinstellung, Balance, Fader habe ich nicht angeschlossen, weil ich habe nur zwei Lautsprecher hinten. Okay, so, das sind jetzt, ich erkläre jetzt mal so ein paar der Radiofunktionen. Wir haben, es gibt drei übereinanderliegende FM-Ebenen. Das hier ist FM1 mit dieser Frequenz, das ist SWR3, auf Speicherplatz 3. Wenn ich jetzt hier in die Seite bewege, sucht er den nächsten Sender. Den speichere ich jetzt mal auf Platz 5. Draufdrücken, bis er wieder hörbar ist, dann ist er jetzt auf 5 gespeichert. 3 ist SWR3 und auf 5 habe ich jetzt den Klassiksender. Okay. Den speichere ich jetzt mal auf der Platz Nummer 6, völlig egal. Wenn ich jetzt hier auf Band drücke, dann geht er in die zweite Ebene. Da stehen wieder 6 Speicherplätze zur Verfügung. Brauchen wir jetzt nicht alles durchzumachen. Als nächstes kommt eben F3 und auf F1, da hatten wir eben gespeichert. Hier SWR3 und hier den Schnulzensender, wie auch immer. Der Sendersuchlauf geht, wenn man nach rechts geht, geht er nach oben. Wenn man nach links dreht, geht er nach unten. Das heißt, es lässt sich da sehr schön eigentlich jeder Sender finden. Wenn ich hier drauf drücke, gibt es die anderen Eingänge. Also AUX, Bluetooth, und hier eben Radio. Das Bluetooth versuchen wir jetzt mal zu verbinden. Ich mache dazu im Handy Bluetooth an und dann gucken wir mal, was er sagt. Bluetooth. Okay, hier findet ihr jetzt K-Bluetooth. Das nehmen wir. Connected, Bluetooth on, Phone. Das ist jetzt ein Tor. Jetzt gucken wir mal gerade, ob das mit dem Sound abspielen funktioniert. Das wäre total cool. Music. Hier ist es. Und jetzt kann man also auf dem Radio, also über Bluetooth spielt er sämtliche Inhalte des Handys ab. Oh, bevor wir hier jetzt wild abrocken, mache ich den mal wieder aus. Okay, also die Verbindung des Telefons mit dem Radio ist ganz einfach. Der Klang des Radios ist okay, hängt natürlich davon ab, was für Lautsprecher verbaut worden sind. Hier sind jetzt zwei 10 cm Lautsprecher drin, aber ich will die Türverkleidung nicht durchlöchern. Und deswegen habe ich halt hinten in die Seitenverkleidungen Lautsprecher eingebaut. Mehr ging halt nicht. Der Klang ist aber wirklich gut. Also, nach einem gemeinsamen Abendessen war auch die Sängerin von dem Projekt angetan.
Bradley Cooper spielt in A Star Is Born. Und wenn wir jetzt umswitchen auf Bluetooth und auf Bluetooth wieder den Musikplayer anmachen, dann können wir sehen, dass durchaus auch der Klang über Handy absolut super ist. Also für ein 50 Jahre altes Auto. Wir haben die Fernbedienung, die dabei ist, bisher noch nicht gebraucht. Die ist jetzt bei so einem, es gibt ein paar Funktionen, wie jetzt das Durchsuchen von Unterverzeichnissen auf Datenträgern, die man über die Tastatur nur sehr schwierig erreichen kann. Dafür ist die Fernbedienung gut. Im normalen Gebrauch, also normal, wenn man jeden Tag hier einsteigt, dann braucht man die Fernbedienung nicht. Deswegen habe ich sie hier ganz hinten unten unter den Tempos. Was noch schön ist an dem Ding, ist die Telefonladefunktion. Also wenn das an ist, können Sie mit dem USB-Kabel hier rein und er lädt. Ja, schönes Teil. Klang ist super. Empfang ist auch gut. Funktionen sind toll. Für das Geld und für die schicke Optik. Wir freuen uns über Ihr Like. Wir freuen uns ganz besonders über Ihr Abonnement. Und freuen uns auch in der Kommentarspalte Fragen oder Fragen zu beantworten oder Hinweise zu geben. Kein Problem. Schreiben Sie uns. Tschüss.